Okay, es ist Zeit, wieder Alundra zu spielen und wow Leute, ihr glaubt nicht, was ich für eine Scheiße gebaut habe. Davon erzähle ich euch, sobald ich kann und nichts vorlesen muss, denn jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen was vorlesen. Wir sind im Dorf der Murk am großen Baume und werden gefangen genommen und von den Murk ausgelacht. Diese kleinen Dreckschweine. Schon wieder. Schon wieder, sag ich, ja. Und ihr wisst auch gleich, warum. Jetzt haben sie uns eingesperrt, diese kleinen Wichser. Und da ist ja noch jemand. Wer bist denn du? Das ist der Schlüsselmacher, der Keysmith. Die Affen haben dich auch erwischt. Diese Typen haben mein Werkzeug geklaut und mich in dieses Loch geworfen. Das ist aber eine harte Geschichte. Erzähl mir bitte deinen ganzen Leidensweg. Jedenfalls, ich habe dieses komplette Dungeon schon einmal gespielt. Ich habe sogar Let's Played, ich habe schön munter dabei kommentiert. Ich habe sogar das nächste Dungeon hinterher komplett gespielt, munter kommentiert, war total glücklich mit allem, da ich super schnell durchkam. Wollte mich dann ans Rendern machen, weil ich heute nicht noch mehr spielen wollte. Ich war dann mit 4 Parts zufrieden und dachte, ja, rendern wir das, laden's hoch, die Leute, die sind dann glücklich und so weiter und so fort. Dann fiel mir ein, oh wie, ich habe doch gestern bei Air Rivals mit Setur und Zora, das sind 2 Brickmates von mir, mit denen habe ich doch jemanden gefrapst, weil wir dachten, der könnte unter Umständen cheaten. Hat er nicht, ich habe das Ganze überprüft, der Kerl ist sauber. Nur habe ich da natürlich, weil der war ja Quatsch, ne? Hätte mir nur ein paar Frames pro Sekunde geklaut, habe ich da den Sound bei Fraps ausgemacht, dass der keinen Sound aufnimmt. Und ja, ihr riecht's, ihr wisst's, ihr wisst jetzt Bescheid. Ich habe natürlich nicht angemacht, bevor ich wieder Let's Played habe. So, wäre alles noch okay gewesen, hätte ich noch die Save States gehabt. Die hatte ich aber nicht mehr. Ich musste von einem letzten Speicherpunkt, den ich auf einer Memory Card gemacht habe, musste ich weiterspielen und wieder bis hierher und alles wiederholen. Und das war, bevor ich angefangen habe, 25 Mal zu sterben, um ans legendäre Schwert zu kommen. Ich hatte eben übelsten Spaß und als ich endlich damit fertig war und fertig gestorben war und den Wald wieder hinter mich gebracht hatte, was mache ich da? Klar, ich will Save States machen. Und auf welche Tasten drücke ich? Auf Save States laden. Ich hätte kotzen können und das Ganze dann nochmal. Ihr wisst gar nicht, was ich hinter mir habe. Ich weiß gar nicht, warum ich noch so halbwegs gut gelaunt bin. Wahrscheinlich, weil ich mich wieder königlich über meine eigene Dummheit amüsiere. Das mache ich in solchen Fällen dauernd. So, jetzt haben wir die mal kaputt gemacht und wollen hier durch die Tür, aber die sieht so, die kann man nicht öffnen. Verdammt. Aber ich kenne doch da einen Profi, den habe ich ja eben im Knast kennengelernt. Dann holen wir den nochmal raus. Wieder. Ja, wir planen einen Ausbruch. Halte ich für eine gute Idee. Aber erstmal kommen wir zum... Ach, verdammt, ich wollte nicht runterfallen. Erstmal kommen wir zum Kampf des Abends in der blauen Ecke. Die Affenbrüder. Und in der linken Alundra. Die Killerfaust. Ein Affe kann mir nix. 2 Äffchen können mir nix. Und 3 können mir auch nix. Und auch 4 können mir nix. Außer abhauen. Mit ihren Bumerang. Und die 5 hier draußen, die können mir sowieso nix. Ja, ja. Ihr glaubt mir. Ach, hab ich mir vorhin, als ich dies statt Safe States zu machen, eine Safe State, die schon viel weiter in der Zukunft ist, geladen habe, hab ich mir da so fest gegen den Kopf gehauen. Das könnte. Ach, hat das geknallt. Das tut immer noch weh. Ich krieg bestimmt eine Beule, aber. Naja. Das hat mein Gehirn verdient, den Schlag auf die Omme, ne? Mal im Ernst, wenn man so dumm ist, Gehirn. Ja, Gehirn, ich spreche mit dir. Entschuldigung, Zuschauer, dass ihr das jetzt mit anhören müsst, aber ich muss mal kurz mit meinem Gehirn. Gehirn, ich sag dir, wenn du so eine Scheiße nochmal baust, ne, dann sind wir keine Freunde mehr. Ich dachte, wir seien Freunde. Ja, Gehirn, das dachte ich wirklich. Wir haben uns bisher immer gut vertragen, aber das war wirklich eine Aktion, die hätte doch nicht sein müssen. Auch nicht um 3 Uhr morgens. Das ist was, das darf nicht passieren. Das mit Fraps war ja schon schlimm genug, aber das auch noch die Safe-State-Misere, uiuiui. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie saudämlich ich aus der Wäsche geschaut habe. Das geht auf keine Kuhhaut, wie dumm ich geschaut habe. Ihr glaubt's kaum. Naja, wieder zurück zur Alundra. Ich kämpfe mich hier munter durch den Baum. Man kann sich hier ganz fürchterlich verlaufen. Gibt viele Areale, in die ich jetzt gar nicht erst gehe und Wege, die ich gar nicht beschreite, weil sie eben unnötig sind. Da warten dann wahrscheinlich nur Gegner auf mich
oder ein paar Gulden und das ist nicht wert. Deswegen gehe ich nur den Weg, den man wirklich gehen muss. Und das ist schon genug Arbeit an sich. Ich kenne den Weg zum Glück, aber ich glaube mir, hier kann man 3-4 Stunden ganz locker kann man sich hier verlaufen und nicht weiterkommen. Das ist gar kein Problem, hier so lange hängen zu bleiben. Nur, ich kenne eben mittlerweile die Wege. Merkt euch die Kiste rechts. Und deswegen komme ich hier so schnell durch. Ich hatte nur noch im Gedächtnis, dass ich hier früher immer ewig hängen geblieben bin. Bei den ersten zwei Playthroughs. Und naja, das ist jetzt leider nicht mehr so. Deswegen, so viele Parts kommen wohl doch nicht mehr. Ich komme relativ schnell durch im Moment. Und wir sind wieder im Knast. Holen wir mal den Schlüsselmacher raus. Oh, habt ihr gemerkt, dass ich weg bin? Wollt ihr mit mir irgendwie vergewaltigt den Insassen spielen? Seht, der Unbehaarte ist zu dumm zum Weglaufen. Er kommt zurück, um zu sterben. Angreifen! Ja, greift mich an und sterbt. So, ich hab euch... Also, ich hab's euch gesagt. Ich will nichts hören. Gute Arbeit. Würdest du einen Mitmenschen, einen Unbehaarten rauslassen? Freili, bumm. Ja, komm, bumm raus. Ich habe schon angefangen, mir Sorgen zu machen. Vielen Dank, Junge. Ja, wo gehst du denn hin? Bleib doch mal hier, Hey, ich brauche deine Hilfe. Stopp. Warum ist der Dicke so schnell? Wie hat der die Truhe aufbekommen? Die kann man nicht aufmachen. Ich habe mein Werkzeug wieder, aber ein Fluchtversuch klappt bestimmt nicht. Warte, ich weiß. Ich warte, bis diese dreckigen Biester eingeschlafen sind. Sie müssen irgendwann schlafen. Dann könnte ich ungesehen entkommen. Wie hast du die Truhe aufbekommen? Ich kann die nicht öffnen, Menno. Oh, es ist verschlossen. Welch Unglück. Ja, zumindest so lange, bis ich mich der Sache angenommen habe. Sieh her. Du bist ein Held. Du bist echt ein absoluter Held. Jetzt haut er schon wieder ab. Zum Glück weiß ich, wohin der abhaut, ne? Es gibt kein Verstecken vor mir. Du kannst mir nicht entrinnen. Ich zwinge dich, mir zu helfen. Hilf mir. Die Tür geht nicht auf. Was ist los? Komm in Deckung. Ich bleib hier, bis sie schlafen. Was? Eine Tür geht nicht auf. Na gut, wo ist sie? Okay, ich versuch's. Bis jetzt habe ich noch jede Tür aufbekommen. Vielleicht war der vorher mal Einbrecher. Ich meine, die meisten Leute, die eine sehr gut laufende Sicherheitsfirma haben, kamen eigentlich mal von der anderen Seite. Deswegen wissen die, was man sichern muss, weil die wissen, was unsicher ist. Tja, Leute, na seht ihr, ne? Warum stehst du hier? Die Äffchen? Hey, du hast mir nicht gesagt, dass das ein Spießrutenlaufen durch 1 Million Murks sein würde. Also Mann, entweder räumst du die Murk aus dem Weg oder ich gehe zurück in mein Versteck. Gut, ich mach sie weg. Komm, hier, ein Affe, zwei Affen, drei Affen, vier Affen. Na, bleib so stehen. Und da haben wir sie doch alle kaputt. Gehen wir mal unseren dicken Freund holen. Du hast also diese aufdringlichen Affen abgeschüttelt, Junge. Gute Arbeit. Je weniger Fell, desto besser, meine ich. Kann man auch falsch verstehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay, er will, dass man es falsch versteht. Jetzt zeige ich dir, dass ich Fähigkeiten besitze, die du doch schätzen wirst. Dann zeig mir mal, was du so an Türen kannst. Show me your mad skills, motherfucker. Langsam, Junge, beruhige dich. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du immer dazwischen fuchst. Ich mach nichts, ich stehe doch nur da. Gut gemacht, Junge, jetzt verpiss dich. Alles okay, ich habe es geschafft. Das war verdammt gute Arbeit, wenn ich mal so sagen darf. Wenn du mich brauchst, dann brülle los. Ich werde da sein, verlass dich drauf. Und da wärst du aber der Erste in dem Spiel, der nicht abhaut, sobald er die Gelegenheit bekommt. Egal. Auf den Fahrstuhl. Und hoch. Weiter ins Verderben. Ja. Schreit ihr nur, wie ihr wollt, ihr dummen Affen. Ich kümmere mich nicht um euch. Ihr spawnt sowieso endlos weiter. Ich mach einfach mal hier die Tür auf und verpiss mich, denn ich mag euch nicht. Da oben ist übrigens auch eine Tür, für die wir einen Schlüssel brauchen. Aber keinen gewöhnlichen Schlüssel, nein, es ist ein besonderer Schlüssel. Und den werden wir uns dann im nächsten Part auch holen. Erstmal holen wir uns den Falken hier. Ja, das ist der Falke dieses Dungeons. Huhu, hurra. Und jetzt bauen wir uns noch eine Leiter, die ist sehr wichtig. Ja. Die brauchen wir noch ein paar Mal, anders müssten wir immer wieder innen rum und ganz große Wege zurücklegen, auf die wir keine Lust haben. Und jetzt holen wir uns doch mal ein Herzteil. Ach, einen Lebensdiamanten meine ich doch. Herrgott. Und zwar den hier, das hier. Den Diamanten. Jawohl. Das war Nummer 45. Habe ich erwähnt, dass ich offscreen wie versprochen bei Merrick war und den 44. geholt habe? Ja, habe ich, glaube ich. Habe ich geholt. Jetzt haben wir 45, nur noch 5 bis zum Maximum.
Und wir haben 46 Falken. Wahnsinn. Nicht wahr? Wahnsinn. So, wo wollte ich jetzt lang? Ach ja. Hier lang. Jetzt gehen wir nämlich nochmal in den einen Raum, wo ich eben runtergesprungen bin. Und dann werden wir da erstmal kurz cutten. Damit ich wieder schön faul beim Rendern sein kann und nicht erst Vegas benutzen muss. Dann kann ich nämlich einfach alles in den Mediacoder reinschmeißen und ja, dann kann es losgehen. Ne? Das spart wirklich eine Menge Zeit. Nee, warte, ich muss doch hier nach links. Ach, was mache ich? Ich sollte mich konzentrieren. Ich laber im Moment ein wenig viel, oder? Ja, macht nichts. Stört euch das? Mir egal. Nein! Okay, naja, ich gehe noch eben die Leiter wieder hoch, beziehungsweise wieder herunter. Trifft er mich so, dass ich runterfahre? Normalerweise kann ich mich immer drauf halten. Vorhin hat's, bei der anderen Aufnahme hat's auch wunderbar funktioniert, so ein Ärger. Naja, wir sehen uns gleich wieder.